Dann, ich würde mal sagen, wir haben neue Kleidung. Oder nicht? 190 Rüstung. Okay, die ist tatsächlich besser als die Körmauern-Rüstung. Ich werde trotzdem, ich muss trotzdem, will keine Erinnerung an diese Reise haben. Liederstiefel, verzierte Stiefel, 70 Rüstung. Ja, lass mal. Und Handschuhe. Trophäen haben wir keine. Eselsohren. Und die aufsetzen. Schade, sehr schade. Das ist eine Waffe. Jetzt können wir uns Waffe ausrüsten. Wieso ist das bei Waffen? Okay, interessant. Oh, jetzt können wir hier in der Tasche ausrüsten. Das Kopfbedeckung. Joa, haben wir hier schon gelootet? Scheinbar nicht. Ein Strickleiter. Aha. So, na dann, nachdem wir uns das letzte Mal auf der Hochzeit zum Narren gemacht haben. Gehen wir gerade mal auf der Map hier. Können wir einen großen roten Kreis um dieses Örtchen ziehen, die nie wieder herkommen. Weil jetzt müssen wir zu Ulligiert und ihn darüber informieren, dass wir die Aufgabe erfüllt haben. Der ist hier in Ochsenfurt. Da machen wir gleich mal eine Schnellreise hin. Ich glaube, hier waren wir auf der Hochzeit. Nein, 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 danke. Nein, danke. Kein Interesse. Ich suche nur das Schnellreiseschild. Da will ich nicht nochmal hin. Ich laufe drumherum. Ich war nie hier, falls jemand fragt. Falls jemand fragt, der kennt mich nicht. Geralt von Rivia nie gesehen. So. Aber von Ochsen. Na dann. Sagen wir mal das, was sie geschafft haben. Das war die zweite von drei Aufgaben. Gerne hätten. Gerne, in Anführungszeichen. Ich könnte gerne darauf verzichten. Hätte nichts dagegen, was jetzt hier. Wenn wir es dabei belassen. Die nicht noch weitere Sachen erfüllen. Ich hatte nur einen einzigen betreten. Ist die Flasche nicht fremd? Kein Geld hat der erste, glaube ich, oder? Eugiert. Was treiben die da? Spiele. Zu groß geratene Kleinkinder, weißt du. Hast du Kinder, Geralt? Nein. Wonach sieht's ja aus? Hexer sind ja steril. Ah, starr mich nicht an. Sag mir, was dich herführt. Wladimir lässt dich grüßen. Du hast mit ihm gesprochen.
Natürlich. Nicht nur das. Ich habe deinen Wunsch erfüllt und mich mit ihm unterhalten. Willst du wissen, was er gesagt hat? Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Dein toter Bruder hat sich amüsiert wie in alten Zeiten. Das sagt sich leicht. Hast du einen Beweis? Hab ich. Wladimirs Schrift. Unverwechselbar. Haben wir voll gelesen, was drauf steht? War es das? Oder hast du noch was anderes? Als nächstes kümmere ich mich um Borsodis Haus. Viel Glück und viel Spaß. Ich hoffe, es wird nur halb so unangenehm wie die erste Quest. Und dann bin ich gespannt, was die dritte wird. Kann ja nur Scheiße werden. Da sind wir schon. Ist das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner, den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen ganz einfach. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimmer Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Aber meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Wir brauchen das Haus. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Aha. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war es. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Hm.
Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Hm. Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsody sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Ein interessanter Zwerg. Mit Intarsien aus Lopez. Was führt dich her? Verkauft an Madame Willepin. Kann ich behilflich sein? Mit Amethystperlen. Eröffnungspreis. Warum das Haus irgendwie? Gerald, wie ist mit deiner Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimme. Auch nicht in. Warum diese Immobilie? Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimme, dies ist ein Bankett. Ja? Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Beleidigt hier jeden. Hat mit Gewinn ein Vermögen gemacht. Weil er es sich leisten kann. Ah, wohl wirklich. Und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Ich kann es sich leisten. Und zwar wortwörtlich. Ah, Gerald, riech mal. Hier riecht es nach Geld. Hallöchen. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Gerald von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Eigentlich spiele ich meistens Monster. Ein Hexer spielt Monster? Interessant. Du musst wissen, Hilbert. Gerald hier ist ein Spitzenspieler. Ist er nicht. Spitze? Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker. Wie wär's mit einem Ründchen? Auf gar keinen Fall. Bedauere. Ein andermal vielleicht. Na schön. Ich geh was essen. Ach ja, Obacht bei diesen kleinen schwarzen Kugeln. Die sind nicht geheuer. Ah, er verschmäht Kaviar vom kovirischen Stör. Perlen vor die Säue. Er verschmäht Komm, das Gerard. Nicht. Quatschen wir mit jemand Kaviar. Anders. Bin allergisch gegen Kaviar. Ja. So, wen wollen wir jetzt reden? Gegrüßt seid ihr, ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Die kommen vielleicht was. Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Können wir was kaufen? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus.
Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Okay. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Schau mal. Was hat's denn so Schönes? Schema, Viper und Rüstung. Ich verstehe sowieso nicht, wie die zu machen sind. Nichts aus Rüstung. Scheint aber gut zu sein, benötigt Stufe 40. Okay, das haben wir bald. Okay, können wir dann zu einem Schmied das anfertigen lassen. Wir schaffen das mal irgendwann mal. Überlegener Schneesturm. Ich denke, damit sind wir nicht falsch schon bei hier. Vipernhose, Vipernhandschuhe, Vipernstiefel und Vipernrüstung. Und das mal kaufen. Geld haben wir dann einen Haufen. Und kriegen wir wahrscheinlich auch neues. Ja, damit kann man aber wo finden wir die jetzt und wie wem können wir die dann geben? Des Königs der Schweinehirten Trophäe. Okay. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Müssen wir mal gucken, ob wir uns da was machen können. Kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein. Du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens. Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Wollte ich auch gerade fragen. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Weh, das ist ein Fall. Mit deinen Katzenaugen. Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Wir gucken auf den Balkon. Verschütteter Wein, sonst nichts. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Gut. Was? Wie geht es Ihnen? Der ist... Wenn ich fragen darf. Der ist Ripp. Die ganzen Schlachtszenen... Das Leben kostet. Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234.
In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Oha. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung, also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ ein Haftbefehl ausstellen. Ich habe sehr, sehr schlechte Nachrichten für dich. Sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Können wir es hier einfach verschweigen? Ich meine, das sind wirklich keine guten Nachrichten. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Sie sagt, ich werde wieder reingehen und Gerard geht rein. Okay. Und sie bleibt draußen. Tja, gut. Das Spiel ist seltsam. Was? Herzog Kleubert hat doch bankrott erklärt. Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Nimmst nur Zwiebeln. Mit wem können wir jetzt reden? Ihm hier. Jaromir, dürfen wir mal kurz stören? Hallo Vivaldi, wer ist das? Geralt von Riva, Hexer. Ich dachte, dir wäre vielleicht nach einem Schwatz über die Bilder, die heute verhökert werden. Ah, sind wir also auf Profitpirsch, wie immer. Wirf du mal mit deinen Steinen. Du lebst von deinem Gemäldehandel auch nicht übel, mein Freund. Stimmt, aber sie erfreuen meine Augen, während sie für dich nur Wechsel sind. Du interessierst dich nur für kulinarische Künste. Und du, Hexer? Weißt du irgendwas über Gemälde? Wahrscheinlich kein bisschen. Mag angesichts meiner rohen Visage unglaubwürdig sein, aber ein bisschen was weiß ich. Wirklich? Mal sehen, was. Wusstest du, dass unser Freund Vivaldi im Besitz von 5 Werken van der Knobs ist? Dabei kann er sie nicht von Landschaftsbildern für 5 Kronen pro Stück unterscheiden. Das leugne ich auch gar nicht. Doch für dich, mein lieber Hexer-Connoisseur, dürfte das ja das Geringste sein. Oh, weia. Also sag uns, welches dieser Werke ist von Edward van der Knob, dem Meister aus Maribor? Landschaftsbild, das Bild von Lurigard, das Kaufmannsporträt, das Stillleben, Schlachtszene, keine Ahnung. Wir haben eine Chance von 1 zu 5, das ist meine... Knotenmeister aus Maribor. Ich würde sagen, also mein Gefühl sagt mir, mein Instinkt sagt mir das Kaufmannsporträt. Da kann ich mich auch ordentlich. Kann ich mich auch ordentlich täuschen. Ich
Ach was, der Kaufmann mit der Perle, ist doch klar. Sieh einer an. Wer hätte das gedacht? Auf ein Wort unter vier Augen. Als ob das richtig war. Vergib meine Impertinenz. Ich hielt dich für einen Banausen von Vivaldis Schlag. Na, er hat ja ihm gerade noch gesagt. Ich sollte Abbitte leisten, also verrate ich dir ein Geheimnis. Hat ihm gerade noch gesagt, er Zwerg verwechselt das mit Landschaftsbildern. Also der Maler ist weitgehend unbekannt, hat aber in Markus Hottgesson, dem Buchverkäufer am Novigrader Marktplatz, einen großen Bewunderer. Ich wette, dass du ihm das Werk mit sattem Gewinn verkaufen kannst. Danke. Nichts zu danken. Jetzt entschuldige mich bitte. Meine Freunde warten. Und? Was hat er dir gesagt? Als ob du nicht gelauscht hast. Ach, nichts Besonderes. Wirklich nicht? Schade. Also gut, gehen wir. Farbklecks auf Farbklecks. Schon von der Menge krieg ich Kopfweh. Können Sie bestimmt ersteigern. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Okay, ich hätte gerne das Gemälde und das Haus. Wimmel, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin, hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Natürlich nicht. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Der ehrenwerte Jaromir bietet 300. Hören wir mehr. 300 zum Ersten. Die Gräfin bietet 350 zum Ersten, zum Zweiten. Objekt Nummer 1, die geheimnisvolle Messingfigur, geht an Gräfin Mignole. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2. Ein Gemälde des jungen Novigrader-Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen, wertes Publikum, das ist praktisch geschenkt. Nicht bieten. Gute Leute, hat denn niemand Interesse? Der Stil ist ausgefallen, wir aber für den teuren den taugt es. Meister. Höre ich 10 Kronen? Nur 10. Ah, endlich ein Käufer. 10 Kronen zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Objekt Nummer 2, Sternenkraft über dem Ponta, verkauft an Meister Jaromir. Das ist kein 10 Kronen wert. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen. Aha. Gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Aha. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnmeister Hilbert bietet 250. Höre ich 3? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Ivanovich Zaitsev. Zum Ersten, zum Zweiten.
Ich biet mal. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum ersten, zum zweiten. Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung! Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Und wir haben eine Brille. Hübsch. Im Wert für verkaufen oder. Das war doch nicht das Gemälde, das war. Gerard, das war später noch ein Gemälde. Post Borsodi. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Das Ding, ein Meistergemälde. Das müssen wir kaufen.